Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Atlantic Fleet Folge 12 Battle of the Atlantic Moors, deutsche Kriegsmarine. Letztes Mal hatten wir die Resolution vernichtet und mehrere Zerstörer. Irgendwie schicken wir weiter nach Hause. Max Schulz und Gneisenau waren mittelschwer beschädigt worden, deswegen kommen die beiden jetzt erstmal in die Werft. Das wird natürlich wieder entsprechend lang dauern. Dafür kann Liebrecht Maas Scharnhorst eskortieren. Spiel kann wieder darüber gehen, das U-Boot von hier. Wo ist es eigentlich? Ach, da. Kann man dann dahin gehen und es passiert doch was. Erminger Sea. Alliierte Konvoi von U-Boot angegriffen. 63.000, 90 Tonnen versenkt. Wieder ein Schlachtschiff. Valiant. Das ist ein Schlachtschiff der Queen Elizabeth Klasse. Also scheinbar haben die Briten in Bezug auf die Revenge und Queen Elizabeth Klasse einen ziemlichen Großeinkauf gestartet. U-Boote können sich beide mal so bewegen. Die zacken beide, aber der Konvoi zackt. Aber insgesamt behält er doch seinen Kurs bei. Demnach müsste auch. Ja, ich sag schon, wie heißt es? U42 irgendwann auf die Valiant treffen. Ja, wird es. Wenn die jetzt hier nicht irgendwie Scheiß baut. Also so plötzlich beidrehen und ja. Zum Beispiel sowas. Naja, und von mir aus kannst du jetzt hier Kreise in Atlantik reinfahren. Meine U-Boote werden sie hoffentlich doch abfangen. Aber die wird niemals eine 180-Grad-Kehre machen. Die wird gleich wieder nach links abdrehen, aber damit hätte sie dann den Abstand zu meinem zweiten U-Boot vergrößert. Was mir dann natürlich nicht gerade recht kommt. Nee, die wird schon wieder nach Backbord beidrehen. Da bin ich mir sicher. Die wird schon wieder nach Backbord beidrehen. Das ist alles nur eine Frage der Zeit. Ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass die jetzt hier einen Kreis fährt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ach, da haben wir es. Sag ich ja. Wobei ich jetzt in die Versuchung eines Torpedoangriffs komme. 0,4, sagt er mir. Das kann man sogar mal machen. Das mache ich. Ja, sieht gut aus, alles schön mit Schiffs. Oh, Valiant Sinking. Leider diesmal ohne große Explosion. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Die Kent hat mal wieder die Pumpen. Die scheinen bei den britischen Schlachtschiffen irgendwie ziemlich verwundbar zu sein. Ich glaube, die Kent hat. Heilige Scheiße, sinkt die schnell. Da bleibt der Besatzung nicht viel Zeit, das Schiff zu verlassen. Aber das ist ja, glaube ich, das läuft aber, glaube ich, auch alles ein bisschen schneller als in echt ab.
Aber dennoch, die Valiant ist ziemlich schnell gesunken. Jetzt kommen natürlich wieder die beiden britischen Zerstörer angerauscht. Die müssen wir dann auch noch abfangen. Und es sind wieder U41 und U42. U41 hatte zuletzt ja auch die Resolution vernichtet. Das wäre dann, wenn mich nicht alles täuscht, das wäre dann sogar schon ihr zweites versenktes Schlachtschiff. Torpedo nachgeladen, sehr gut, den werden wir auch brauchen. Vielleicht kann U42 auch, wenn die Zerstörer gerade ausfahren sollten, den Torpedo in die Laufbahn schießen, aber ich bezweifle, dass das treffen würde. Aber probieren könnte man es ja. Auf 13 muss ich vorstellen, es wäre ganz da hinten. Nee, jetzt brauche ich nicht. Wo ist mein U-Boot denn eigentlich? Ach, da hinten. Das taucht dann lieber gleich mal. Was macht die Grenade da hinten? Zwei Torpedos geladen. Das müsste eigentlich reichen. Um die Encounter zu vernichten. U42 wird dann mal inzwischen Kurs auf die Grenade entnehmen. Kann sich nur um Jahre halten, bis sie erreicht, aber das nehme ich dann in diesem Punkt in Kauf. Wie langsam fährt die denn? Ist was mit ihrer Maschine passiert oder was ist mit der los? Lassen wir die Encounter noch mal etwas rankommen. Au, knapp. Sehr knapp. Probieren wir es. Davon müsste eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest, dass das reicht. Gut, Encounter versenkt. Glück gehabt. Fehlt nur noch die Grenade. So, ich tauche mal wieder auf, weil erstens kommen wir damit schneller voran und zweitens soll die Grenade sich bitte mal beeilen. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Was fährt denn weg von uns? Was soll das denn bitte sehr? Och, was soll das denn jetzt? So kriege ich dich nie. Da kann ich am Ende das Gefecht beenden, weil ich diesen blöden Zerstörer nicht einhole. Tauchen.
Du bist ein Arschloch, weißt du das eigentlich? Du bist ein blödes Arschloch. Ich gehe ihm 3 Runden Zeit. Wenn er bis dahin nicht abgedreht hat, ziehe ich die beiden U-Boote zurück. Schade um die ganzen Frachte, aber schon besser. Was ich sagen wollte, ich habe jetzt auch keinen Bock hier, eine 20-Minuten-Folge darüber zu drehen, wie zwei U-Boote und getauchten Zerstörer hinterherfahren, den sie nie erreichen werden. Ja, Greenade, ich wäre dir wirklich sehr verbunden. Könntest du hier noch einmal beidrehen? Juhu, hier bin ich. Komm doch zu mir. Andere Richtung. Dieser Zerstörer regt mich auf. Moment kurz. Wir haben wir eben kurz eine Einstellung verändert. In Gottes Namen, na endlich kommt sie. Das hoffe ich. Ja, sie kommt endlich. Nein, falsche Richtung. Okay, tauchen wir. Ich dachte, ich könnte mein U-Boot sehen. Auftauchen. Drei Torpedos. Na gut, einer hätte auch gereicht, aber das war es mir wert. Sigma Mission Simbus. So, das wäre genug. Köln, mittelschwerer Schaden. United Kingdom. So, bombardier Achsmächte greifen die Flottenbasis in Liverpool, Portsmouth an und verursachen leichten Schaden. Reparaturen am Hafen dauern 2 Runden. Köln kann auch repariert werden. Wie weit sind wir denn? 298.000 Tonnen. Da fehlt nicht mehr viel. North Atlantic. Alliierter Konvoi von U-Booten angegriffen. 54.810 Tonnen versenkt. United Kingdom. Bomber der Achsenmächte ergreifen die Flottenbasen in Liverpool und Portsmouth an und verursachen sehr schweren Schaden. Reparaturen am Hafen dauern 5 Runden. Wir haben über 300.000 Tonnen, aber irgendwie haben wir nicht gewonnen. Das verwundert mich jetzt. Naja, machen wir nochmal weiter.
Rodney, oh, Scheibenkleister. Rodney ist ein Schlachtschiff der Nelson-Klasse, 40,6 cm Geschütze. Oh, vor der Rodney habe ich so einen gehörigen Respekt. Vor der Rodney habe ich so einen gehörigen Respekt. Wo sind denn überhaupt? Fünf Bomber. Die werden wir auch brauchen. Ach nee, sie ist doch da. Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Boah. Sollten jetzt meine Bomber, die nicht versenken können, ziehe ich meine Flotte zurück. Weil nie im Leben, nie im Leben werde ich mich mit den Geschützen auf einen Faustkampf einlassen. Nicht mit diesen Schiffen, die ich hier habe. Keine Schäden. Weil über so einen Flottenverband, den ich hier habe, darüber freut sich die Rodney. Das sind für die Schießübungen. Dagegen habe ich. Fuck. Dagegen habe ich keine Chance. Komm, 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 komm. Oh, Puls ist gerade auf 180. Bomben los. Schäden? Keine Schäden. Dieses blöde Schiff muss doch kaputt zu kriegen sein. Aber es hat Tiefgang. Das heißt, ich habe Schaden ist auf jeden Fall da. Aber noch nicht mal Schäden an dem Flak-System. Das sieht besser aus. Luftschläge natürlich, was sonst. Meine arme, arme Hipper. Flak-Systeme, das kann ich jetzt gerade so gar nicht gebrauchen. Irgendwelche Schäden. Flak-Systeme schwer beschädigt. Das sehe ich natürlich gerne, aber ich weiß jetzt echt nicht, ob ich mich mit der duellieren will. Es gibt nämlich doch noch irgendwo einen Unterschied zwischen einem heldenhaften Kampf beziehungsweise einem heldenhaften Untergang und einem sinnlosen Verheizen von Mensch und Material. Und das wäre hier so ein sinnloses Verheizen. Meine schweren Kreuzer und meine leichten Kreuzer, die pustet die. Ah, wie heißt sie? Die Rodney, die pustet die so weg. Okay, die Zerstörer sollen mal zum Torpedoangriff rangehen. Wag es nicht, mein Flugzeug abzuschießen. Wag es nicht. Das war der letzte Bomber. Toll, und jetzt sind die Flak-Systeme zerstört. Sehr witzig. Frage, was machen wir jetzt? Kein Flugzeug verfügbar. Scheinkleister. Okay, auf jeden Fall werden sich meine Großkampfschiffe zurückziehen.
Der Rest mit Vollgas und Rauchwand auf die Rodney zu. Das dürfte soweit sein. Jo, viel zu weit. Aber ich denke doch, dass die Rodney schwer beschädigt ist. Zumindest mittelschwer. Ich kann es dir mal zeigen, weil sie da doch nämlich einen ziemlichen Tiefgang hat. Vorne. Hier. Ihr Bug allgemein hängt ziemlich tief. Da unten kann man noch Löcher im Rumpf erkennen. Da. Also sie hat Wassereinbruch. Zerstörer wieder mit Vollgas drauf zu. Oh, voller Fahrt. Vollgas gibt es bei Schiffen ja nicht. Das könnte ein Treffer werden. Nee, zu kurz. Rauchwand. Okay, wieder verfehlt. Ich denke, damit dürfte ich die Hipper jetzt zurückziehen können. Ja. Rückzug, Rückzug. Okay, alle zurück. Wenn wir schon dabei sind, alle zurück. Ja, sie ist schwer beschädigt. Wo wir gerade dabei sind, denke ich, machen wir gleich eine XXL-Folge draus. In Anführungszeichen. So, da bin ich wieder. Also, falls sie uns nochmal begegnet, sollten wir sie versenken können. Argentinische See. Alliierter Konvoi von Kriegsschiff angegriffen, 42.450 Tonnen versenkt. Wo wir über 281.000 Tonnen wären. Gut, ich sag mal, wir machen halbe Stunde. Frankreich! Deutsche Truppen erobern erfolgreich Frankreich. Französische Häfen Brest und Lorient sind jetzt in Gebrauch. Onslow und Erkenntnis. Ach, Erkenntnis ist wieder so ein. Klar, so eine. So ein. So eine Korvette. Wir machen eine halbe Stunde draus. Ich werde dann die Ergebnisse wie gewohnt zusammenfassen. Aber ich verstehe es nicht. Wir hatten doch eine 300.000 Tonnen pro Monat hatten wir doch voll. Wieso zählt das nicht? Und jetzt sind wir wieder auf 281.000 Tonnen runter. Das finde ich irgendwie ein bisschen unfair. Ja, beide U-Boote so weiter. Ah, die Onslaught wird auch gleich wieder beidrehen, kann ich euch jetzt schon sagen. Oder auch nicht. Sie fährt da jetzt einen geraden Kurs. Sie muss was, sie hängt sich mal hinten am Konvoi dran. 28 macht sich zum Angriff auf die Onslow bereit. Da dreht sie doch wieder bei. Will er haben. Ich schicke mal ein Torpedo dahin. Hätte ich bloß zwei genommen. Natürlich will sie nicht sinken. Wieso sollte sie auch? Aber sie hat gehörig Tiefgang. Pumpen getroffen. Es kommt einer ziemlichen Frechheit gleich, dass sie jetzt nicht sinkt. Zweiten Torpedo ran.
Das wäre die Onslow gewesen. Ah, ich sehe schon, das Gefecht wird die letzten 4 Minuten auch noch einnehmen. Tauchen wir auf. Theoretisch wäre U28 sogar in der Lage, die Erkenntnis mit Glück mit dem Deckgeschütz zu versenken. Aber ich denke trotzdem, man sollte sich drauf ankommen lassen. Schade. Wir locken sie wieder her. Genauso knapp. Bleib ich aufgetaucht? Ja, bleib armer. Erkennt es. 14,1. Das kann ich sagen. Ich stimme auf 13,9 runter. Soweit. Okay, das führt so zu nichts. Tauchen. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich alleine wirklich doof finde. Dieses ewige Rumgemache mit den Kriegsschiffen, wenn man U-Boot hat. Ja, haha, ich habe Rumgemacher gesagt. Na, immerhin, der kommt, ihr kennt das ja jetzt. Bei der sollte wirklich ein Torpedo reichen. Bei der kleinen Nussschale. Ach, na komm, das Stück kannst du ja jetzt bitte auch noch kommen, ja? Es sei denn, es muss gleich anhalten wegen des Frachters, der da ankommt. Dann jag ich der so ein Torpedo rein. Was macht die Erkenntnis denn da? Ich könnte auf die Distanz auch ein Torpedo schießen, aber ich frage mich, ob das so sinnvoll ist. Wie viele Torpedos hat das eigentlich noch? Oh, Pumpen getroffen. Da sollten wir was gegen tun. 10 Torpedos. Wird immer langsamer. Ach, ziehe ich schon mal zurück. Das geht dann schneller. Ich bezweifle, dass mich die Erkenntnis jetzt noch versenkt. Na gut, ich probiere es mal. 4337,5. Ups, nicht so weit. Ein Torpedo los. Doch niemals so weit. Das kann doch nicht so weit sein. Ja, natürlich drehst du jetzt bei. Natürlich drehst du jetzt bei. Wobei noch eine geringe Chance auf einen Treffer besteht. Der trifft sogar noch. Das finde ich jetzt ehrlich cool. Jo, das hat gekracht. Da ist er. Turm A zerstört. Frachter versenken und zurückziehen. Natürlich kommt jetzt noch ein Gefecht. Ach Gottchen. Luftschläge? Zwei Torpedobomber, das ist doch wohl ein Witz.
Die hätte ich ja eben noch lieber gegen die Rodney gehabt. 13-1, na gut. Was sein muss, muss sein. Aber ich mache keine 40-Minuten-Folge. Ganz sicher nicht. Knapp. So, da können wir jetzt auch. Kommt gleich wieder die ganzen Luftschläge auf unsere Schiffe. So, wenn der trifft, fresse ich im Wesen. Ich gehe kein Risiko ein. Warum ein Zerstörer? Kann gut sein, dass die Bomben zu weit gehen. Das war Druckschaden. Um des Zerstörers willen. Ich verstehe die Royal Air Force nicht. Da ist ein Schlachtschiff und ein Zerstörer und die werfen alles gegen den Zerstörer. Endlich. So, bei nach Hause. Vergesst es, Freunde. Ihr kriegt die Max-Schulz nicht. Die macht zu Hause einen schönen Werfbesuch und dann wird alles wieder gut. Och, soll doch mal bitte einer diesen blöden Torpedo abstellen. Der trifft doch sowieso nichts mehr. Warum mussten es Torpedobomber sein? Hätten es nicht Stukas sein können? Den hätte ich eine 10-mal höhere Trefferquote, Trefferchance. Disengage. Wieso kann die sich jetzt nicht zurück? Ah, sie ist zu langsam. Sie ist zu langsam. Da müssen wir es also ernsthaft warten, bis diese blöden Maschinen wieder repariert sind, damit sie wieder 10 Knoten fahren kann und dann nochmal 3 Runden warten, dann kann sie sich zurückziehen. Na klasse. Aber die Maschine müsste ja eigentlich reparierbar sein. Repariert sich in die Maschine nicht. Die fährt auch nur langsam schneller. Also sonst muss ich die Max Schulz selbst versenken. Wir haben sie selbst versenkt. Ich kaufe noch schnell eine neue Zerstörung und verlege den auf die Insel.
Bernd von Arnim, du wirst es. Rüber mit dir. 287.000 Tonnen. Eigentlich waren es ja schon mal 303.000. Ja, wir werden es demnächst noch weiterführen. Und ja, ich denke, dass wir die Engländer dann noch demnächst noch kriegen sollten. Damit bis zum nächsten Mal. Euer Rauschleif Bomberkralle.